Silan in Tröndelag und das Hillaxfjelle in Schweden sind ein großes, zusammenhängendes Berggebiet. Im Winter kann es sehr kalt werden und es gibt wenig Futter. Aber ein Meter unter dem Schnee geht es geschäftig zu. Es ist der Berglemming. Dieses kleine Nagetier ist vielleicht das wichtigste Tier im Hochgebirge, weil es einfach das Futter für sehr viele andere Tiere ist. Und hätten wir diese beiden nicht gestört, dann hätten sie in 3 Wochen 8 bis 10 Junge bekommen. Nach nur 20 Tagen können ihre Kinder eigene Kinder bekommen. Somit wären es nach wenigen Generationen über 1000 Lemminge. Sind die Bedingungen in den Bergen gut, kommt es zum sogenannten Lemmingjahr. Dann wimmelt es überall nur so von Lemmingen. In anderen Jahren, so wie jetzt, gibt es fast keine Lemminge. Dann ist es mit dem Flirten gar nicht so einfach. Aber was bedeutet das für die anderen Tiere in den Bergen? Das ist der Vielfraß. Er liebt die Berge, besonders wenn es Schnee gibt. Er ist sehr stark und kann Tiere erlegen, die viel größer sind als er selbst. Aber wenn es wenig Nahrung gibt, stehen auch kleinere Tiere wie Lemminge auf der Speisekarte. Im Gebirge wohnt auch der Rabe. Bietet sich die Gelegenheit, stiehlt er Eier oder holt sich etwas von einem Kadaver. Er kann auch kleinere Tiere wie Lemminge jagen. Wie viele Schneeeulen es tatsächlich gibt, ist schwer zu schätzen, da sie große Wegstrecken zurücklegen. In unseren Gebieten gibt es zumindest nicht viele davon, aber in Lemmingjahren können sie plötzlich in unseren Gebirgen auftauchen. Der Steinadler ist einer der größten Raubvögel in Norwegen und Schweden. Er kann Lämmer und Rentierkälber erbeuten oder Kadaver fressen. Aber vor allem verspeist er kleinere Vögel und Kleinwild. Unter dem Schnee, unten in ihrem Bau, liegt Tinde mit ihren beiden Welpen, die im Frühjahr geboren wurden. Die Welpen haben Hunger, aber das einzige Essen im Bau sind Wurzeln. Obwohl auch dies Futter für einen Fuchs sein kann, bevorzugen Welpen Fleisch. Ist ein Übermaß an Futter vorhanden, teilt der Polarfuchs das Fleisch in kleinere Stücke und versteckt es für später. Aber es sieht nicht so aus, als hätte Storm seinen Teil der Arbeit getan. Der Mangel an Nahrung bedeutet, dass die beiden Welpen ihr Zuhause verlassen müssen. Sie müssen raus, einen Partner finden und ihre eigenen Familien gründen. Da kann man gleich loslegen. Da Storm schon genug zu tun hat, macht Tinde sich auf den Weg, um selbst etwas Essbares zu finden. Bei den Polarfüchsen ist es üblich, dass beide Geschlechter zur Jagd beitragen. Aber diesmal gibt es nicht viel zu finden. Wenn die Schneeverhältnisse gut sind, können Lemminge unter dem Schnee komplexe Tunnelsysteme zwischen ihren Nestern anlegen. Ist der Winter verregnet und der Schnee nass, ziehen die Lemminge höher ins Gebirge, wo es kälter ist und die Schneebedingungen besser sind. Es ist nur ein Mythos, dass Lemminge vor Wut platzen können. Werden sie aber sehr gestresst, können sie tatsächlich sterben. Ein kleiner Lemming stillt den Hunger eines erwachsenen Fuchses nicht lange. Etwas später findet sie ein Rentierkadaver. Wenn es nur wenige Lemminge und kleine Nagetiere gibt, sind Tierkadaver eine wichtige Nahrungsquelle für Polarfüchse. Der milde Winter hat den Schnee schwer und nass gemacht. Ein Tunnel nach dem anderen stürzt zusammen und es ist schwierig, sich fortzubewegen. Unser Klima verändert sich und die Winter werden wärmer. Es sieht definitiv nicht so aus, als würde es dieses Jahr ein Lemmingjahr werden. Und das sind schlechte Nachrichten für die Tiere, die auf Lemminge angewiesen sind, um zu überleben. Der Frühling ist da. Aber es ist ruhig im Gebirge. Und keine Lemminge in Sicht. Storm und Tinde hatten 3 Welpen in diesem Frühjahr. Aber eines wurde totgeboren und die beiden anderen sind hungrig und schwach.
etwas Kraft zum Spielen ist immer noch da. Und nach großen Anstrengungen schaffen Storm und Tinder es, gerade so genug Futter für die Welpen zu finden. Der Steinadler droht aus der Luft. Und unaufmerksame, spielende Welpen sind eine leichte Beute. Etwas, das ein hungriger Vielfraß auszunutzen weiß. In der Natur gibt es keinen Platz für Trauer. Und mit einem Welpen weniger wird es auch einfacher, die Familie zu versorgen. Ein neuer Frühling ist auf dem Weg. Und endlich sind die Bedingungen günstig. Und es gibt viele Mäuse und Lemminge in den Gebirgen. Dies sind gute Nachrichten für den Polarfuchs, der derzeit rund 300 erwachsene Individuen zählt. Sie sind nicht zahlreich und sehr gefährdet, falls mehrere schlechte Jahre mit wenig Nagetieren aufeinander folgen sollten. Deshalb arbeiten wir daran, den Polarfüchsen zu einer ausreichenden Anzahl zu verhelfen, damit der Bestand überleben kann, auch wenn es im Gebirge einmal wenig Nahrung gibt. Psst.